Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Myth. Wir sind hier vor dem Zimmer, in dem wir gerade Besprechung hatten. Und heute geht's weiter. Ich bin mal gespannt, ob das was wird, ob wir heute den großen Bösen von Team Korrupt sehen. Oh, hi. Nordöstlich von hier. Ah, sie zeigen mir sogar, wo Nordosten ist. Das ist sehr freundlich. Durch das Tor. Das krieg ich hin. Denke ich. Muss ja gar nicht kämpfen. Das wollte ja gar keiner kämpfen. Ich dachte echt, ich müsste einen Kampf machen, aber anscheinend nicht. Was haben wir hier? Nichts. Oh, da ist ein Pokéball. Encounter. Was habe ich hier? Oh. Das sieht mir nach einer Evoli-Entwicklung. Was ist das ganz rechts? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es vielleicht finden. Level Cap ist 60. Okay. Beerensaft. Lecker. Wild immer diese Zwischenrouten. Oh, was haben wir denn hier? Sieht so aus, als wäre das so weit, wie wir gehen können. Mal sehen, ob Bri da ist. Seltsam. Wo ist der? Ich schwöre, auf dem Text auf seinem Telefon stand Wüstenrisser. Verstehst du das nicht? Die Stimme, die kommt mir bekannt vor. Markus, wo warst du denn? Was ist los mit Markus? Warum hat er drei Legendäre? Warum haben alle Legendäre, nur ich nicht? Ach, sei still, Vanilla. Verstehst du nicht, wie nervig ihr Leute seid? Ihr versucht die ganze Zeit, mir in den Weg zu kommen. Was meinst du, in unseren Weg? Ha, ihr seid doch dämlich. Die ganze Zeit bin ich euch gefolgt. Alles, was ich über euch gelernt habe, habe ich direkt meinem Vater erzählt. Die Nachricht auf Bries Telefon war von mir. Und ich habe das Telefon extra auf den Boden gelegt, bevor wir auf den Pfad gegangen sind. Was? Verrat! Warte, die ganze Zeit warst du der Spion? Ihr wart zu dumm, um das zu verstehen. Jetzt ist es zu spät für euch. Ich habe euch mit Absicht hierher gelockt und jetzt werden wir euch ein für alle Mal besiegen. Es ist vorbei, Leute. Es endet hier. Kein weiteres Reden, keine Diskussion. Es ist Zeit, dass ihr aus unserem Weg verschwindet. Macht euch bereit für einen Kampf, den ihr nicht vergessen werdet. Wir werden euch den wahren Grund hinter Team Korrupt zeigen. Wir werden zusehen, wie er um Vergebung bettelt, wenn unsere perfekte Welt kreiert wird. Los geht's. Mitzi, hilf mir mit Bri. Ich hab die hier. Was? Die hier? Da ist nur einer. Ich glaube, sie haben da einen Charakter vergessen. Okay, was auch immer. Ich kann dir den Rücken stärken, Miri. Das ist es, Miri. Es tut mir leid, dass es so laufen musste. Ich bin der wahre Anführer von Team Korrupt. Das ist nicht sein Ernst. Hä? Ich bin so verwirrt. Wieso? Und ich werde dafür sorgen, dass du für alles zahlst, was du uns angetan hast. Halt dich nicht zurück. Die Macht meiner Pokémon wird deine sowieso schlagen. Ich bin so verwirrt. Das macht gar keinen Sinn. Bin ich... Warum tut er... Was ist los? Er ist einfach dieses kleine Kind, das denkt, boah, wir spielen competitive, ich nehme alle Legendären mit und jetzt rasiere ich voll. So kommt er mir vor, oder? So ein bisschen das Gefühl könnte man bekommen. Erstmal paralysieren. Autsch. Okay. Alle heilen sich, das ist doch nett. Ja, noch mehr paralysiert. Schön, dass trotzdem alle durchkommen. Ist schon okay. Ist schon gut. Dass das nicht mehr Schaden gemacht hat. Fies. Okay, wir haben das zweite haben wir es besiegt. Das ist doch schon mal was. Nahkampf willst du lernen? Nahkampf. Ja. Na gut. Sehr schön. Giratina. Ich habe für immer Angst vor Giratina seit Legenden Arceus, muss ich ganz ehrlich sagen. Seitdem ist Giratina schon so ein bisschen ein Angstgegner. Oh nein, das sind Unlicht-Pokémon. Warum habe ich da meinen Geist reingewechselt? Ich weiß es nicht. Ich kann das auch nicht sagen. Es war dumm. Okay.
Was ist das? Doch, das ist... Ist das Geist oder... Nein. Boah, bei Giratina komme ich aber auch immer durcheinander, ob das jetzt Geist oder Unlicht ist. Ich verwechsel das immer mit Darkrai, glaube ich. Ist es doch Geist? Hätte ich doch... Ich glaube, es ist Geist, ne? Ich glaube, ich verwechsel das immer mit Darkrai, weil Darkrai sieht aus wie ein Geist, ist aber Unlicht. Und Giratina sieht aus, als wäre es Unlicht, ist aber ein Geist. Ich meine, so rum ist es. Ich weiß nicht, warum ich die zwei verwechsel, aber es passiert. Fragt nicht. Hätte ich doch drin bleiben können. Zumindest eher als... Autsch. Ha, Turbo-Tempo. Arktos. Lunala macht das schon. Immerhin hat mein Partner ja ein legendäres Pokémon im Gegensatz zu anderen Menschen hier. Mich. Brave Bird. Ah ja, es wollte mich Brave Birden. Ich sehe schon. Ich bin ja zwar jetzt super schnell, aber ich bräuchte noch einen Schwertanz, um mich auch noch hoch zu boosten. Das wäre richtig cool. Ja gut, keine Ahnung. Autsch. Da habe ich natürlich keine Chance gegen die zwei. So. Theoretisch sollte das jetzt gut gegen die beiden sein. Ich kann leider keine Bodenattacke einsetzen. Das bringt nicht so viel. Weil alle fliegen. Außer mir. Alle fliegen. Fliegio. Ah, sehr schön. Warum hat das so viel Schaden gemacht? Das hat ein bisschen arg viel Schaden gemacht für eine neutral effektive Attacke. Ist ihm schon klar, ne? Kann ich eigentlich mein Gegner-Pokémon, also mein Pokémon vom anderen heilen? Nee, leider nicht. Schade. Das wäre sehr nett gewesen. Turbo-Tempo und wir nehmen einmal Lavados raus. Ich bin gern derjenige, der alles abfängt. Gern geschehen. Ah! Turbo-Tempo hat ihn weggecrittet. Oha! Wie ist denn das passiert, Markus? Erklär mal mit deinem only legendären Team. Erklär, wie das passieren konnte. Markus, wir haben verloren. Nein. Ich werde nicht zulassen, dass uns der Plan fehlschlägt. Ich habe keine Wahl. Ich möchte euch meinen wahren Partner vorstellen. Oh, was kommt jetzt? Arceus? Oder noch ein legendäres aus dieser Region? Nee, nein. Okay, wenn er Giratina, Palkia und Jaeger aufzählt, wahrscheinlich Arceus. Nutzt eure kombinierten Kräfte, um das Portal zu öffnen und erlaubt meinem wahren Partner, hier reinzukommen. Okay. Wo sind die anderen zwei hin? Hat es die gefressen? Die Musik ist äußerst beunruhigend. Der Gott von allem. Wenn ihr nur wüsstet, was ich alles tun musste, um dieses Pokémon zu fangen. Jetzt kommt schon. Das wird schwer, aber wir schaffen das. Miri wird deine Hilfe nicht brauchen. Bri... Sorg dafür, dass diese Idioten von hier verschwinden und schick sie in ihre Zellen. Das ist das Ende. Besiege Arceus und dann werde ich mich selbst ergeben. Du hast keine Chance. Arceus ist unser Schöpfer, dein Gott. Du hast gar keine Chance. Miri, ich möchte dir eine Belohnung für deine Dummheit geben. Ich möchte dafür sorgen, dass du nicht endlos leidest. Denn das würdest du, wenn du am Leben bleiben würdest. Arceus wird auf niemanden hören, außer auf mich. Also, mach dich bereit, dass ich meine ganze Wut an dir auslassen werde. Warum? Ich habe gar nichts gemacht. Oh, ist mein Team geheilt? Habe ich schon gesagt, dass die Musik mich sehr fertig macht. Okay. Eisstrahl.
kann wahrscheinlich jede Attacke, die es gibt oder so. Das kann auf jeden Fall Eisstrahl, das ist fies. Ich würde es nämlich gerne vergiften, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich das nicht paralysiert. Oh, natürlich. Das war fast klar, dass es das auch kann. Bin ich schneller? Ja, ne? Ja, ich habe es auch vergiftet. Ich meine, kriegt Schaden durch das Gift. Eisstrahl. Hilfe! Eisstrahl und Donner hat es bisher eingesetzt. Oh, und Feuer. Okay. Erstmal eine Runde schützen. Und dann versuchen wir, und dann hoffen wir, ich bin schneller durch das Turbo-Tempo. Und dann kann ich in Veno schocken. Sehr schön. Ich denke, er wäre auch durch das Gift nächste Runde down gegangen, aber schon okay. Was ist denn das für eine Attacke? Okay, noch nie von gehört. Das war's. Unsere Geschichte ist am Ende angekommen. Du bist wirklich besser als ich und hast mich sprachlos zurückgelassen. Dafür redet er aber ganz schön viel. Erlaube mir, einen Schritt von diesem Kampf zurückzutreten und dir zu gratulieren, dass du uns aufgehalten hast, bis wir uns wiedersehen. Ich muss dir auch danken für alles, was du getan hast. Für das Vertrauen und die Freundschaft, die du mir gegeben hast. Das werde ich niemals vergessen, Miri. Ich werde gehen. Und, ich werde Brie und ganz Team Korrupt mit mir nehmen. Ich werde auch Arceus freilassen, zusammen mit Jaga, Palkia und Giratina. Ist das sein Ernst? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Bis wir uns wiedersehen. Nimm diesen Schlüssel. Die Zelle ist, hinter der Arceus-Statue in Makrop. Jetzt, muss ich erstmal noch etwas erledigen. Also bis wann anders. Das Arceus starrt dich an. Warum startest du mich an? Hat es was fallen gelassen? Was war das? Das war so seltsam, oder? Das kann doch nicht das Ende sein. Das wäre ein bisschen gerusht, oder? Ich weiß es auch nicht. Ich bin verwirrt. Seltsam. Hi. Wieder einmal heilen. Dankeschön. Makrop müssen wir. Das sind wahrscheinlich die armen Menschen, die wir jetzt erstmal befreien müssen. So. Du fliegst. Ich hoffe, du fliegst. Warum kann ich nicht standardmäßig einfach auf einem Pokémon, das fliegen kann, fliegen? Das wäre nur gerecht. Ah. Ah ja, das scheint wohl Groudon darstellen zu sollen. Wow, wir haben wirklich fast hier das ganze Hauptland schon erkundet. Wild. Kam mir jetzt nicht so vor. Okay. Sehr spannend. So. Dann gehen wir mal die Leute befreien. Hinter der Statue von Arceus. Ah! Okay, hallo? Ah! Miri, bist du das? Hast du den Schlüssel für die Zellen? Perfekt, dann lass uns raus. Was ist passiert? Du hast Markus besiegt? Klasse, wir wussten, dass du das schaffst. Was ist mit Arceus? Hast du es auch besiegt? Ehrlich? Wow. Ich war noch nie stolzer. Wo sind denn alle von Team Korrupt hingegangen? Wie können wir denn da sicher gehen? Ich frage mich, ob sie sich wirklich selbst gestellt haben. Sie haben nicht mehr viel übrig. Also denke ich mal, dass sie es getan haben. Ich werde bei der Polizei nachfragen, nur um sicher zu gehen. Danke, Miri. Wir schulden dir unser Leben. Ohne dich wären wir tot. Es braucht wirklich Courage, um das zu tun, was du getan hast. Ich kann dir nicht genug danken. Du kannst dieses Geschenk nehmen. Oh. Okay. Danke.
für das Kröpuk? Das Pokémon gehörte meiner Mutter, aber sie hat es mir gegeben, als ich Champ wurde. Oh, Cynthia ist Kröpuk, okay. Jetzt, da das alles vorbei ist, würde ich Danke sagen im Namen der ganzen Region. Die Region ist dank dir gerettet und wir werden für immer dankbar sein. Und vor allem dank Miri. Nun, mit all dem, lass uns... Ah, ich dachte schon, ihr würdet alle hier sein. Ich habe erwartet, dass ihr euch im Labor umsucht. Trefft mich ganz unten, wenn ihr wollt. Dieses Labor geht meilenweit in die Tiefe. Ich muss euch etwas zeigen. Nur damit ihr nicht denkt, das ist eine Falle. Ihr könnt mich nach Pokébällen durchsuchen oder Waffen. Warum hast du dich nicht selbst gestellt, wie du es gesagt hast? Oh, ich hätte mich schuldig gefühlt und ihr werdet wissen, warum, wenn ihr erstmal unten ankommt. Also bitte folgt mir nach unten. Klar, können wir machen. Nun, dann gehen wir mal nach unten, denke ich. Sorgt dafür, dass eure Pokémon bereit sind. Nur falls er irgendwas ausheckt. Das scheint mir Sass zu sein, okay? Aha. Ich würde sagen, nach unten gehen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dann, macht es gut und Mirio.